Hallo Leute, ich bin's wieder, Irene. Heute gibt es ein neues Video von mir nach langer Zeit bei Amstel hier. Falls du dich schon gefragt hast, Girl, where you been? Dann folgt mir gerne auf Instagram. Auf Instagram bin ich auf jeden Fall aktiv. Aktiver als auf hier. Als auf hier war Deutsch, nein. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr das wollt. Mein Name ist Irene Asamoah Official. Da seht ihr auf jeden Fall mehr von mir. Dieses Video wird ein relativ wichtiges Video. Doch vorerst möchte ich euch eine Marke vorstellen. Und zwar ist das Nordgreen. Die waren so lieb und ich durfte mir zwei verschiedene Uhren aussuchen. Und ich habe hier einmal eine silberne und eine goldene Uhr mir ausgesucht. Und was ich ganz cool finde an Nordgreen ist, dass es eine skandinavische Marke ist. Der Sitz ist in Kopenhagen. Und was ich ganz gut finde, ist, dass die ein Giving-Back-Programm haben. Das heißt, wenn du da einkaufst, hast du da auf jeden Fall drei Optionen zu spenden. Entweder in die Health-Richtung, dass sauberes Wasser gespendet wird. Und wenn man in Health spenden möchte, steht hier zum Beispiel, dass die eine Partnerschaft mit Water for Good haben und dass man ja durch Einkauf sozusagen 2 Monate Vorrat an Clean Water an Central Africa Republic spendet sozusagen. Und das finde ich wirklich sehr gut. Because Africa for the win, people. Oder auch Saving the Rainforest, dass du da dazu beiträgst, dass alles nachhaltiger produziert wird. Und dann haben wir noch die dritte Möglichkeit zu spenden, und zwar Education, dass Leute bzw. Kinder richtige Bücher oder auch eine richtige Schule haben, wo sie überhaupt hingehen können. Und das finde ich halt wirklich sehr gut, dass du als Buyer, als Käufer sagen kannst, hey, Health, Education oder die Environment, dass man sagt, wir wollen hier nicht 10.000 Bäume schlachten, nur damit eine Uhr zum Beispiel produziert wird oder so. Die Uhren sind wirklich sehr, sehr hochwertig. Wie gesagt, ich habe sie einmal in Silber und in Gold. Die silberne habe ich für meinen Freund ausgesucht und die goldene für mich. Und die Seite ist auch wirklich sehr easy strukturiert. Mit dem angezeigten Code könnt ihr 20% sparen in den ersten 3 Tagen. Ansonsten danach 15%. Aber die ganzen Infos werdet ihr nochmal in der Infobox finden. Und die Links und alles auch. Hier habt ihr nochmal ein Close-up von den beiden Uhren. Das ist jetzt die goldene, die ich für mich selber bestellt habe. Und dann die silberne, die ich für meinen Freund bestellt habe. Das sind Mesh-Armbänder, die finde ich wirklich sehr gut, weil man die ganz leicht verstellen kann, je nach Bedarf. So, heute geht es hauptsächlich um das Thema Selbstbewusstsein, denn ich weiß, dieser ganze Black Lives Matter Movement hat positive Seiten, ja, aber auch einen riesen Impact, was Mental Health angeht. Also es ist gerade sehr, sehr viel und mir ist wirklich einfach wichtig, dass vor allem den Jüngeren bewusst ist, dass ihr precious seid, dass ihr nicht weniger wert seid, nur weil ihr einen anderen Nachnamen habt, weil ihr eine dunklere Hautfarbe habt, weil ihr eine Haarstruktur habt, wo Menschen einfach sagen, oh, sieht aber aus wie Wolle. Nein. Es ist mir einfach sehr wichtig, denn wo ich kleiner war, jünger war, hatte ich nicht so eine Person in Deutschland, wo ich einfach sagen kann, okay, let me just watch her, lass mich mal ein paar Videos von ihr anschauen und dann geht es mir besser. So, ich versuche das irgendwie ein bisschen zu sein. Also als ich in die Grundschule kam, war ich die einzige Schwarze auf der Schule und ich weiß ganz genau, dass ganz, ganz viele Mädchen oder Jungs dasselbe Problem hatten. Obwohl, ich will es nicht ein Problem nennen, denn wir sind hier eingereist, mit wir meine ich unsere Eltern. Und wenn es vorher einfach nicht so viele Dunkelhäutige gab, dann gab es das nicht. Aber das, was ich auch wirklich gelernt habe, ist, dass Rassismus nicht mit angeboren wird. Ich habe letztens ein Video auf Instagram gesehen, wo ein Junge zwischen 2 Figuren unterscheiden sollte. Er sollte aufzählen, was die Unterschiede sind. Er hat alles außer die Hautfarbe aufgezählt, wo ich mir echt gedacht habe, das ist ein kleiner Junge, er nennt das grüne T-Shirt, das ist anders, die Haarfarbe ist anders. Er sagt, dass der hier kleiner ist als der andere. Er sagt, er zählt wirklich die ganzen Faktoren auf, außer dass der eine schwarz ist und der andere weiß. Und ich habe auch schon so viele Videos auf Instagram gesehen, wo kleine Kinder einfach nicht rassistisch sind. Weil, wäre ja auch
krank, wenn das mit angeboren wird, oder? Und das wird halt einfach mitgegeben, weil vielen nicht bewusst ist, dass es Alltagsrassismus ist. Dachte ich, ich zähle mal ein paar Sachen auf, die euch vielleicht dabei helfen, sowas einfach sein zu lassen. So, es fängt ja bei Frauen an, so hübsch wie eine Schwarze, darf ich mal deine Haare anfassen? Die meisten fragen nicht mal, sondern stecken einfach deren Hand da rein. Und bei mir ist es halt so, meine Haare, wenn ich sie gestyle, trocknen die sehr, sehr langsam. Und wenn du da deine Hand rein steckst... Ich hatte das Problem auch einmal, dass da mir jemand unbedingt helfen wollte, meine Haare zu richten, und hatte dann die Hände voller Öl und hat dann gemeckert. Sis, I didn't ask you to put your hand in my hair. Bei solchen Kleinigkeiten fängt es halt an. Und ich will euch Jüngeren vor allem einfach sagen, hey, verfallt nicht den ganzen blöden Kommentaren, die es momentan gibt.